Hey ho, warum haben so viele Angst, online Fleisch zu bestellen? Ja, genau das ist es, was ich mich immer frage. Man kriegt Benachrichtigung, wann das Fleisch kommt. Das Fleisch ist ruckzuck da. Es ist eine sichere Sache. Ja, einer der Gründe mag sein, ja, ich bin da nicht zu Hause. Das Fleisch könnte draußen rumliegen. Meine Pakete liegen da hinten. Leicht unter Sonneneinstrahlung, heute auch schon etwas länger. Und ja, zeige ich euch, dass das alles kein Problem ist. Ja, ansonsten fällt mir jetzt eigentlich auch nicht sehr viel ein, was dagegen spricht. Also ich habe damit definitiv kein Problem. Und jetzt zeige ich euch, wo meine Pakete liegen. Und dann werdet ihr die schnell auspacken. Und ich zeige euch, dass das immer noch kalt ist. Also hier unten liegen meine Pakete vom MySteakShop per UPS versendet. Ich habe einen Zettel hingehängt, die sollen es hier unterm Tisch drunter stellen. Ja, Sonne hat auch etwas drauf geknallt, aber das dürfte gar kein Problem sein. Und ja, jetzt packen wir sie einfach aus auf die Schnelle, weil ich muss noch ja, weiter wegfahren heute. Ups, da hätten wir das Erste. Pakete sind immer doppelt verpackt, einmal Karton und innen dann die Styroporbox. Und Leute, innen drin immer noch eisig, sogar außen. Hört man das? Also von daher, wenn das einmal ein bisschen in der Sonne draußen liegt, ist das ja gleich gar kein Problem. Wir haben hier lecker Spare Ribs, Baby Back Ribs wieder. Flank. Und Oma Gretes Rostbratwurst. Das war das erste Paket. Guck mal, was im zweiten drin ist. Wo jetzt mein Messer hin? Bin jetzt deppert. Ich bin deppert. Hä? Ach, da flackt's. So, und auch hier noch schön gefroren. Hier haben wir Duroc-Filet. Dann die Chicken McNuggets. Was haben wir hier? Iberischen Schweinerücken. Ja, und nochmal ein paar Nuggets. Gut, Leute. Das bringe ich jetzt alles sofort in die Kühlung und ich würde mal sagen, später, wenn ich wieder nach Hause komme, sehen wir uns dann, weil ich habe es jetzt wirklich verdammt eilig. Oh, Leute, da bin ich wieder ein paar hundert Kilometer hinter mir gebracht, ein paar Stunden später. Also, wie ich es ja schon gesagt hatte, ich finde diese Internet-Fleischbestellerei eine richtig saubere, gute Sache. Der Steakshop, mein Steakshop, der hat ja auch immer wieder Angebote drin und so Rabattaktionen, da einfach mal aufpassen, da mitmachen und ja, ich verlinke ihn auf alle Fälle hier unten drunter. Ich bin sehr zufrieden mit der Ware, mit der Qualität, mit der Versandgeschwindigkeit. Für mich passt es. Also ich habe meinen Fleischversender gefunden. Oder Schatz, was meinst du dazu, wenn du schon gerade hier sitzt? Möchtest du unseren Zuschauern auch noch was sagen? Fertig von der Arbeit? Ich bin knusprig gegrillt. Knusprig gegrillt? Ja, so ist es hinter einer großen Busscheibe. Okay, Leute,
das war's dann mit diesem, ja, kleinen informativen Video. Ihr habt es ja selber gesehen, es spricht eigentlich nichts dagegen, auch mal selber was zu bestellen. Probiert es einfach aus und ja, sammelt eigene Erfahrungen. Leute, wir sehen uns. Ciao. Geh mal gerade her. Und im Übrigen, die Kühlakkus, wo ich in der Box drin gelassen habe, die sind immer noch gefroren, zum Teil zumindest.